Liebe Kämmerfreaks, heute geht es um Günni, der wird geschrubbt. Mit diesem Schrubber hier, den haben wir in Oberlin gekauft. Den verlinke ich euch da unten, weil der ist genial. Teleskop. Heißt also, man kann das hier so schön aufdrehen. Na? Vorführeffekt wie immer. Und man kommt damit überall dran. Also auch an die entlegensten Stellen, vor allem da oben. Zeige ich euch dann später noch im Video, wie genau das dann aussieht. Also ich kann das nur empfehlen, wir hatten ihn jetzt schon einige Male im Einsatz und die Bürsten sind auch extrem weich, die sind total flauschig. Wie gesagt, nochmals, ich verlinke euch, wir kriegen auch dafür kein Geld für Sponsorship. Wir machen das, weil der einfach mega ist und meiner Meinung nach gehört er für jeden Wohnmobilisten, Camper, gehört einfach für euch Camperfreaks, muss er einfach rein. Der ist super. So, jetzt wird gescheut. Jetzt wird gescheut. So, und jetzt wird Günni geschrubbt. Einfach drauf. Und ihr seht, wie weich diese Borsten sind. Das ist super clean. Aber richtig schön drauf. Günni, immer drauf, immer hin. Und jetzt kommt das Beste, habe ich ja schon gezeigt. Die Druckfunktion. Einfach raus, das wieder zurück. Reindrehen, reindrehen und oben schön sauber machen. So macht man das. Das kann man auch ausgefahren lassen. So mache ich es immer eigentlich. Da geht man einfach nur ein, zwei Schritte zurück und kommt immer noch überall dran. Klar, da wird es ein bisschen enger, da wird es ein bisschen komplizierter, aber jetzt hier vorne kann man das natürlich, wenn man den nötigen Platz auch hat. Logischerweise. Aber wie ihr seht, man kommt da überall rein und man kann das alles schön wechseln. Genau. Immer schön vorsichtig, weil wir haben ja auch Aufbauten da oben. Ich weiß Gott sei Dank genau, wo sie sind. Da solltet ihr aufpassen, auch wenn ihr genau wie wir so viel, also einiges an Einbau schon geleistet habt, an Specials, die ihr haben wolltet. Würde ich aufpassen. Und ihr seht, der Kopf dreht sich mit, also kann eigentlich nicht passieren. Und ja, jetzt bürste ich ihn mal fertig. Die Bürste ist fest, die dreht sich nicht mit. War gerade ein Fehler meinerseits, also das letzte Mal hat sich rausgedreht, endgültig, also die dreht sich nicht mit. Ganz wichtig. Aber ihr seht, darunter ist der Günni weiß. Liebe Kämmerfreaks, wir sind jetzt fertig mit dem Waschen, Schrubben von Günni. Haben ihn jetzt nochmal abgespült, inklusive der Bürste hier. Ihr seht, die habe ich wieder super clean hinbekommen mit dem Hochdruckreiniger. Geht super leicht. Kann ich nur empfehlen, nochmals. Ja, Waschstraße heute, der Schaum, der war ziemlich dürftig, war zu wenig Schaum. Günni haben wir jetzt nicht richtig hinbekommen, also so sauber, wie wir es gerne hätten. Wir werden uns nochmal ein Mittelchen kaufen gehen. Wir werden am besten die Jungs von Sun Mobilcars mal fragen, was sie da nutzen. Die haben nämlich auch
eine Vermietung von Campern. Kann ich auch nur empfehlen. Hatten wir schon mal einmal für 2 Tage. Und ja, wie gesagt, bleibt uns treu. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie gesagt, den verlinke ich euch. Und wir sehen uns im Jahr 2023. Freuen uns. Wir haben ganz viele Abenteuer, ganz viele Dinge, die noch passieren werden. Wir planen schon mal voraus. Und das erste Halbjahr ist schon pickepacke voll.